cooking, yes, I do the cleaning. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dirt Rally. Oh, gar nicht mal verkehrt, was wir hier bekommen haben. So, hier haben wir wieder Besitzerclub. Oh, haha, den können wir sogar machen. Hier können wir nichts machen, hier können wir nichts machen, hier können wir auch nichts machen. Besondere Event gibt's nicht. Ach, okay, ja. Wir fahren erstmal. Was ist denn das für eine Gruppe? Keine Ahnung, AMDFX regelt, Alter. So, ja. Also, gut, alles klar. Dann fahren wir jetzt erstmal ein bisschen, ach, das ist Gruppe A. Okay, okay, ja. Warte mal, ich muss mal ganz kurz mein Fenster zumachen. Bin gleich wieder da. So. Ja, gut. Also, wir fahren Monte Carlo. Meine absolute Lieblingsmap, obwohl letztes Mal war ich gar nicht so scheiße auf der. 3, 2, 1, Moving. 150. Rechts 2, in links 2. In rechts 3. In links 2, lang Kuppe. Okay, ja. Rechts 1, mach zu. Okay, nur 1, ja. Boah, schön Allrad, ja. Das macht richtig Spaß. So, Allrad macht halt Spaß einfach. Der Rest ist einfach nur scheiße. In links 2 lang. In rechts 6, 60. Rechts 6 lang Kuppe. Ich könnte schon fast sagen, dass die Kurve da Zug bis 1 macht. Meiner Meinung nach. Also mit 2 ist man da schlecht durchgekommen am Ende. In rechts 5. In links 1 lang, mach zu. In rechts 1 halb lang. So, ich habe keinen Plan, ob das gut ist, was ich hier gerade fahre. Hallo? Ja, danke. Dass es so lange dauert. Kehre rechts. Komm schon. Jetzt reiß ich mal wieder ein bisschen zusammen hier. In links 4 lang. In links 2 lang. In rechts 2 lang. Kann ja nicht angehen hier. Ist mega peinlich gerade, was ich hier abliefer. In rechts 3 lang. In links 3 lang. So, ich habe jetzt gerade gar keine Themen parat hier, die ich heute ansprechen kann. Links 4,60. Links 4. In rechts 6,60. Rechts 5 lang, vielleicht Sprung 130. Naja. Wir schauen erstmal, dass wir dieses Event hier fertig bekommen. Und in der Zeit überlege ich mir mal, was über was ich reden könnte. In rechts 4 Sprung nicht schneiden, 40 verengt sich. Links 6 über Kuppe. Achso, ja, Moment mal. Mir fällt mir was ein. Obwohl es ist doof, jetzt darüber zu reden, weil die Folge ja auch schon ziemlich weit im Voraus aufgenommen ist. Egal. Hauptsache, ich rede was, ne? Es ist halt doof. Ich möchte Dirt Rally jetzt einfach spielen, damit ich mal ein bisschen höheres Level komme. Also, Skill-Level. Und das schaffe ich nicht, wenn ich mich nur nach den Aufnahmen richte. Deswegen, ich muss jetzt alles im Voraus aufnehmen. Ansonsten habe ich keine Schnitte. Naja, egal. Ich kann das noch ansprechen. Für den Rest muss ich mir das überlegen. Da muss ich in die Zukunft schauen. Nee. Es wurden... Und
drei Leichen irgendwo gefunden. Ich weiß gerade gar nicht mehr wo. Auf jeden Fall waren es, also ist ein Mann gejoggt und hat zwei Kinderleichen entdeckt, ja, und dann hat er halt die Polizei gerufen und die ist mit dem Großaufgebot gekommen und haben dann auch noch einen Mann gefunden, eine Männerleiche, und die lagen unter einer Brücke. Wir gehen davon aus, dass es eine Familien-Tragödie war. Keine Ahnung. Irgendwie ist der Mann mit seinen beiden Kindern von der Brücke gestürzt. Also wie krass, ne? Muss ich mir vorstellen. Die Mutter, weißt du, die sitzt da und ihr Mann und die beiden Kinder kommen nicht nach Hause. Und kein Anhaltspunkt, wo sie sind. Ohne Spaß, was das für eine Qual ist dann für die Frau. Boah. Alter, das will ich mir mal vorstellen. Boah. So, jetzt kommt wieder meine Lieblingsstrecke, by the way. Wisst ihr ja. So, dann lege mal los. Fing ja schon mal super an. Rechts 6 durch Senke 80. Achtung, links 5 Sprung. 60. Links 3 halb lang 60. Links 4 über Kreuzung macht auf. Und links 5. Rechts 4 macht zu bis 3. In sofort 90 Grad rechts. Nicht schneiden. Sehr schön, erstmal die Tür schön aufgemacht. Rechts 5 halb lang. In links 6 halb lang. 60. Das wollte ich auch so. Gruppe in 90 Grad rechts. Weil es viel besser, 80. Wenn die Tür ein bisschen offen ist. Dann kommt ein bisschen Luft rein, so gute Auto. Durch Lenke Gruppe. Rechts 5 lang. In links 1 lang. In rechts 4 macht zu. Und rechts 5 halb lang 80. So, 5. Ja, möchte ich ja mal sehen, wie du hier im fünften Gang lang heizen willst. Dieser Strecke, ohne Abgang zu machen. Rechts 6 über Kuppe. Links 4 lang. Und links 2. Macht auf 60. Links 5 lang über Kuppe. Rechts 6. Links 6 verläuft über Sprung. Achtung, links 6 Sprung mittig halten. Links 6. Wie willst du denn hier mit 6 lang fahren? Ja, genau, ich bin im dritten Gang da lang gefahren, hab's nicht hinbekommen. Ich bin halt anscheinend einfach scheiße. In links 2 macht auf lang. Und links 6. Und rechts 6 in links 6. In Achtung, rechts 5 macht auf. Und Spaß, diese Strecke ist halt einfach nur für Allrad gedacht. Rechts ist einfach nur kottig. Rechts 3. In links 2 macht zu. In links 6. Ja, okay. Rechts 3 halb lang durch Senke. In links 3 lang. Rechts 5, 60. Okay, Doki. Rechts 5 lang, in rechts 5 lang. Ach ja, cool. Da freue ich mich ja. Kehre rechts 60.
Oh, ich liebe diese Strecke einfach. Das ist einfach immer wieder toll, wie ich hier überhaupt nicht am Abkacken bin. Alles klar, es wird eine richtige Scheißzeit, ey. Nicht Eiszeit, Scheißzeit, so. Achtung, kehre rechts 100. So. Upsala. Links 6. Rechts 6, über Welle 60. Vorsicht, rechts 5 lang, im kehre links. Okay, ja. In links 6, halb lang, 150, über Welle Senke. Links 6 und rechts 6, über Welle 60. Achtung, links 6, halb lang, Kuppe, Sprung, mittig halten und links 6. In scharf rechts 40, bis Ziel. Und dann nochmal eine scharfe Kurve hier direkt vom Ziel, Alter, wie frech. Na, die habe ich auch direkt schon mal richtig scheiße genommen. Ach man, Leute. Oh, wieder nicht gut. Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. So. Gut, dann können wir ja jetzt in die Meisterschaft reinschauen. Ich habe mal ein bisschen alleine gespielt. Und zwar habe ich halt noch den 1980er Wagen auf volle Lotte gebracht. Also 4 von 4 Upgrades. Kann ich nur mal zeigen. Das hier habe ich noch fertig gemacht. Hatten wir schon angefangen gehabt. Ja. So, und jetzt würde ich sagen, ist ein Group B Allrad angesagt hier. Ne? Ja, die Frage, was für einen nimmt man da? Audi Sport Quattro Rally? Mhm. Ein Ford? Ein Peugeot? Lancia? Der Peugeot ist, denke ich mal, ziemlich cool, aber ich glaube, der Audi kann auch was. Fünfgang? Alle Fünfgang. Da komm, ich hol mir den den. Simpson, okay. Machen wir mal Simpson. So, der hat jetzt sogar 5 Upgrades. Mal schauen wir mal. Das ist. Peugeot ist ein französischer. Um auf Nummer sicher zu gehen. Ah ja, französischer Fahrzeughersteller. Okay, ja. Ich hab's gewusst. So. Ja. Vorher gehen wir in die Teamverwaltung. Denn der Typ hat nur 16 Etappen. Okay. Ja. Könnte man eigentlich überall mal ein bisschen bessere einstellen. Ich mach, glaube ich, mal überall 8000 da rein.
So, und dann bleibe ich bei dem erstmal. Guck ich mal, was der für Boni hat. Einen Vertrag verlängern, ja. Boni, was haben wir denn hier? Wagen mit Heckantrieb. Wagen mit Allradantrieb. Um 5% reduzierte Upgradezeit. Ja, das ist schon mal ganz gut. Das ist vom Teamleiter, ne? Ne, Teamanleiter. Okay, der Teamleiter hat Heckantrieb. Französische Fahrzeuge. Okay, ja. Und der G. Anderson. Was hat der? Okay, 1980er Wagen. Was ist denn das, was wir jetzt haben? Coupe B Allrad, ne? Gruppe B Allrad, hier. Ach so, ist das also. Man muss für jedes Mal, wenn man einen neuen einstellt, muss man das neu freispielen quasi. Okay, das ist natürlich gut zu wissen. So, dann fangen wir jetzt schon mal mit einem Event an. Na, es war ja klar, dass direkt wieder die Scheiße hier kommt. Das war ja eigentlich klar. Muss man sagen. So. Jawohl. Alter, dieses Fahrzeug hat ja mega mal den krassen Speed drauf. Und rechts 2 macht 2 bis 1. In links 2 und rechts 1 100. Rechts 5 über Kuppe. Und what the heck? Und rechts 4. Und links 2 halb lang. In rechts 4 lang nicht schneiden am Ausgang. In links 4. Wenn ich diese scheiß Strafe nicht gehabt, wäre ich sogar positiv fast gewesen. Rechts 6 lang über Kuppe 100. Links 3. Und links 2 lang über Kreuzung 60. Ich glaube nicht, dass ich das überleben werde. Links 4 lang 80. Achtung, links 5 lang. Okay, links 5 lang, okay. Und rechts 6 lang 40. Rechts 6 über Kuppe 60. Achtung, links 2 macht zu bis 1, hängt nach außen. In rechts 2 lang 100. Eis ab hier. Links 6 lang 40. Links 4 lang, doppelt noch zu. Und rechts 2 lang. In links 5. Alter, wie gut du durch den Schnee kommst mit Allrad. Ist ja der Hammer. In links 1 lang, macht auf. In Kehre rechts.
Wenn du mit einem Allrad auf Eis bist, fühlt es sich halt so an, einfach wie als wenn du einen Heckantrieb fährst, ganz normal. Ohne Eis. Genau so fühlt sich das an. In links 1 lang. In offene Kehre rechts. Schon wieder eine Kehre, Alter. In links 2 macht zu bis 1 macht auf. In rechts 1 lang 40. Links 2 macht auf über 80. In rechts 2 lang Kuppe. Rechts 6. In links 6. In rechts 4 lang nicht schneiden. In offene Kehre links. Wieder eine Kehre. In links 3 lang. Okay. In rechts 1. In links 3. In rechts 2 macht zu bis 1. Okay, in links 4 ja. Lang 40. Rechts 4 bis 10. Okay, das war gar nicht mal so gut, glaube ich. Naja, es geht. Vierter Platz ist eigentlich immer okay. Ja, kann man machen, denke ich mal, ne? So, ich würde sagen, damit verabschiede ich mich schon mal von dieser Folge Dirt Rally. Ich bedanke mich. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.